Konnichiwa, Twitches. Nachdem ich jetzt mich wieder mit dem Windows-Mode rumplagen muss. Warum passiert denn das auch immer? Fehlt hier jetzt eigentlich noch was? Sollten die nicht gehappert werden oder so? Ich weiß es nicht. Naja. Toll, dass sie noch nicht die Laune von sowas. Ja, doch. Das ist ärgerlich. So, ich brauche Hormone. Wo kriege ich die her? Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ach so, doch. Ich krieg zumindest die Pilzplörre hin. So, hier. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Oh ja. Total. So, dann kriegt unser Mario seine Pilzplörre. Oh, bitteschön. Na, endlich. Ich bin gespannt. Wow! Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker! Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Yay! Jetzt brauchen wir nur noch die Hormone für ihn. Wo kriege ich die denn her? Wer hat denn Hormone? Die kriegen wir bestimmt nicht auch noch hier unten. Moment mal, ich weiß, wer Hormone hat. Haben könnte. Hey, du kommst doch schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Aber Hormone? Mist, muss ich mit dem, müssen die vielleicht kommunizieren? Keiner da. Ja, wohl einer da. Komm, geh mal hoch da. Hm? Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super. Sag ich ja. Genau. Okay, funktioniert ganz toll. Ich meine, es ist Rufus. Was habe ich denn erwartet? Kann ich den Krug nicht irgendwie ihm... Nein, ich brauche doch erst Plörre im Krug. Verdammt, das habe ich vergessen. So, kann ich jetzt... Oh nein, wir müssen erst wieder von Hand die Sprosse runterklettern. Blödsinn. So, in den Pub. Nehme Krug. Zapfe Plörre. Jo. Und jetzt die Plörre dem da. Es geht doch nicht über eine frisch gezapfte Marsplörre. Man muss sie aber auch trinken, bevor der Schaum fest wird. What the fuck? Schön. Okay. Kann ich die Plörre mit... Lotti hat zwar jahrelang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Mist. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Ja, aber... Die muss doch irgendwo ihre Hormone haben. So, jetzt wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Das macht auch gar keinen Sinn. Möchtest du etwas trinken? Du siehst so vertrocknet aus. Nicht halb so vertrocknet wie dein Hirn. Kann ja nicht jeder so einen Wasserkopf haben wie du. Jemand einen Tipp? Nicht nur popeln hier.
Oh, Moment. Die Brotdose. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Korrupt, danke schön. Das ist voll gut. Da wäre ich im Leben jetzt nicht drauf gekommen. Es hat ewig gedauert. Danke. Hm, das wird lecker. Ich sag ja check, immer, check. An mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Okay, ab in den Pub. Und Madame Peach. Nachschub. Na endlich. Hey, Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Yay. Oh. Oh. Oh oh. Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Ach du liebe Zeit. Aua. Okay, aber ich brauche meine Nukleinsäure, bitte. Wäre das... Spitze, ich hole mir dann mal... Was kann ich für dich tun? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Lotti und sie gehört dir. Ja, dann... Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Kann ich... Ich kann hier mit niemandem reden. Gut. Ich nehme mir mal das Bild. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Und die Säure? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Lotti und sie gehört dir. Ja, aber du schuldest mir doch sechs Lotti. Oder habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Wie kriege ich denn jetzt meine sechs Lotti? Die sind doch angeschrieben. Gib mir meine Kohle, du Penner. Was kann ich für dich tun? Der schuldet dir 6 Lotti. Ich weiß. Einen Humpel gerne. Such dir einfach einen leeren. Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Lotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Hä? Alter, du schuldest mir 6 Lotti, Trinkgeld! Mann! Wie komme ich denn da jetzt ran? Ich brauche das Schicksal. 6 Lotti. Du schuldest mir 6. Ich mach mich. Mann, du blöder Typ! Warum gibt er mir die denn jetzt nicht? Ich meine, was ich jetzt zumindest mal machen kann, ist, wir müssten ja jetzt alle 3 Bilder haben mit ihm hin, ne? Ja. Voll gut. Das heißt, wir müssen damit erstmal zu Bozo. Bozo, 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 Bozo.
Was sagst du zu diesem Bild? Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ah! Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn. Das ist Elysium. Das Sinnbild der Hoffnung. Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen. Okay. Dann gehen wir damit jetzt zum Doc. Und dann kriegen wir Drogen. Gib mir Drogen. Ja. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Alter, Barry da unten. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Hallöchen, Tuska. So. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Ja, genau. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Yippie! Ihr grinst. Ein ganzer Schrank voller verschreibungspflichtiger Psychopharmaka. Also wenn ich Boso damit nicht wieder aufgepäppelt kriege, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Brechmittel. Antidepressiva. War da sonst noch irgendwas drin? Nö. Sung Gottes. Ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Trollen und willkommen in der Schublade. Uiuiui. Appala. So. Ich wusste nicht. Dann gehe ich jetzt zu Boso und gebe ihm seine Drogen. Hey Boso, diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Na komm schon, ein für Mama Boso. Nee, nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher? Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Hatten wir nicht... Wir hatten doch hier noch einen Rest Suppe. Da, guck mal. Können wir doch bestimmt in die Suppe tun. Perfekt. Wenn Jawohl. Ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Mist, das habe ich zu nö. Das gibt es doch nicht. Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser kleiner Windelscheißer. Nicht gut. Und jetzt? So ein Shitkram.
Baby Boso hat die ganze Suppe gegessen. Wie komme ich denn jetzt an die Antidepressiva? Ja, also ich sollte Rechtsklick auf die Pharmaka machen. Ich kann jetzt nur noch hier einen Rechtsklick drauf machen. Öbloprazol 2. Wer mehrmals isst, hat mehr davon. Probieren Sie auch Cortisolin C und C, Fifabrocoson, Riazepam, auch als Riazepam DLC erhältlich. So wie viele weitere Leckerbissen aus der EA-Produktpalette. Okay. EA, Alter. Ah, oh ja. Oh, Brechmittel. Oh, oh. Tja. Ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Soll ich jetzt... Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, ja, verdammt. Sieht so aus, was? Oh. Oh. Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Ja! Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer. So gemein. Und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen. Bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Kurz im Gesicht wirkt wahre Wunder. Ja. Auch Vani. Ich kümmere mich gleich um dich, ja. Nerv mich so lange bitte nicht. Würdest du dir vorher vielleicht auch noch das Gesicht waschen? Kann ich jetzt an dein Sparschwein? Oh. Oh. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Willst du dir bitte... Danke. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Gut, du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Yay! Endlich! Boso. Was tun wir als nächstes? Wir? Also ich gehe jetzt da rein. Und du kannst meinetwegen wieder nach Hause gehen. Was? Aber ich bin doch gerade erst aufgestanden. Als dein Arzt sage ich dir, du solltest dich lieber schonen. Wir wollen ja nicht, dass du einen Rückfall bekommst und gleich wieder plemplem wirst, oder? Na gut. Darlef, was lungerst du da rum?
Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknüpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Das sah aus, als hättest du deine Katze weggeschmissen. Ich habe ihn halt genommen und auf den Boden gesetzt. Soll ich ihn lieber runterschubsen oder was? Der Kater will ins Internet. Er wird berühmter als Troll, macht einen Haufen Geld und macht sich dann ein schönes Leben. Hey, der hat ein schönes Leben. Der kann halt nur nicht so viel raus. Also man kann über den Krieg sagen, was man will. Der Look ist einfach cool. Der wird nicht weggeschmissen. Gott kann nicht besiegt werden. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Naja. Ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Ich könnte der besessene Oberst sein. Greift an, und meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Trollen war wenigstens nicht so gemein und hat einen Marmeladentoast auf Alex Rücken geklebt. Der ist gut. So, ich darf da nicht rein, wa? Nix da! Die Tür bleibt zu! Warum? Also man kann über den Krieg sagen, ja, das wollte ich gar nicht. Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. Oder voll besoffen. Was haben wir hier? Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, super. Komme ich da schon wieder nicht weiter? Das ist doch Kegel. Gibt's hier irgendwas? Nö. Oh, wenn er immer spontan. Oh. Okay. Also er kommt nicht. Muss ich vielleicht mit dem, der da oben ist, irgendwas machen? Mit dem. Da waren wir jetzt lange nicht mehr. Was genau, wo war denn hier der Stand? Und? Hast du dir schon was ausgedacht, wie wir diesen Cowboy Dodo loswerden? Ich bin dabei. Da war irgendwas mit einem Seil, ha? Huh? Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, Abstimmung. Dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Hast du schon ein Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für keine? Okay, Muss ich jetzt vielleicht die Fangirls irgendwie überzeugen? Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als ein Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Ich zieh mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. Kann ich denen eine Zahnbürste geben? Wollt ihr mal eine richtig krasse Geschichte hören? Geht es darin um Cowboy Dodo? Also, die Geschichten aus seiner Biografie kenne ich alle. Nein, es geht nicht um Cowboy Dodo. Oh, schade. Dann nicht. Ich muss hier gerade mal die Musik leiser stellen. Die bläst mir gleich wieder die Ohren weg, ey. Also da ist, an der Stelle ist die halt echt übertrieben. Papierflieger oder so, das gab's schon. Das war das mit dem Irk. Wir hatten schon ein Irk, aber... Ja, was mach ich denn jetzt? Was machen wir mit Janosch? Hallo, Ruvusch! Ruvusch! Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen. Damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Bis später. Sei bitte. Interagier mal mehr mit dem Bandwurm.
Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Natürlich. Aber wie machen wir das? Was war das andere? Die Spardose in der Kneipe. Ja, das kriege ich hin. Halt. Stopp. Der hier hat die Spardose. Tsching. So. So, hier. Ich hab die Moneten. Die 5 Slotti? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotti? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Bing. Was ist sie? Die Nukleinsäure, mit der ich Gol wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch war da auch schon vorher drin. Natürlich. Ja, aber dann können wir doch jetzt eigentlich zu Baby Gol gehen, oder? Halt, stopp. Ich muss mir ja Poki. Was ist denn hier passiert? Wo ist Gol? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Und ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti. Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Oh. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Gol? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen Leine lassen. Das heißt A-Leine lassen. Mit A. Also wirklich. Nein, ich will doch nicht. Holy. Mietz, put. Putti, putti, put. Holy. Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Warte, ich komme und rette dich. Ich muss aber erst nochmal zurück. Wollte. Hallo? Ach, oh, okay, ich komme nicht zurück. Ja, aber das ist doch Kacke. Harre aus! Ich rette dich! Wie ist sie da noch runtergekommen? Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann an das Fenster da gehen. Wo kommt man da denn raus? Huhu! Ah. Ja, keiner da. Ich hab da eine Idee. Kommen wir mit dem überhaupt noch so weit zurück? Boah, wo war überhaupt zurück? Nee. Mist. Nee, mit dem sind wir... Guck noch mal da durch. Huhu. Keiner da. Mit dem kann man doch irgendwie dahin. Ich verstehe es nicht. Hank, hallöchen. Durch das Schott. Ja, und dann komme ich ja auch nur wieder zu dem... Hier hin. Und hier will ich... Nee, ich war doch mit dem am Anfang da nicht. Wie ist er denn da hingekommen? Zellenblock. Der war doch auch am... Stimmt, haben die ihn da nicht gefangen? Oh, Kacke. Ich muss mit ihm weiterkommen. Irgendwie mit dem Bandwurm. Ich würde ihm ja gerne einen Bandwurm in die Hose stecken. Aber vielleicht kann ich den noch gebrauchen. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen... Kannst du den... Ich habe Rohrpostleitungen, auch wenn sie... Komme ich damit vielleicht weiter?
Er schläft wie ein Baby. Ah, was genau genommen noch besser so ist. Du warst gerade schon richtig? Niklas, wo war ich richtig? Ich komm hier ja nirgendwo mehr lang. Boah. Blöd jetzt. Kann ich... Nee. Vielleicht mit dem... Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Bei Janosch die Rohrpostleitung? Wieso denn das? Dieser Weg. Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. Wie schön die Musik zu dem Marsch kommt. Oh Mann. Mann, da kommst du nochmal. Dankeschön für deine Unterstützung und willkommen in der... wo muss ich hin? Mit der Hand? So? Sublade? Die immer ein bisschen am Spiegeln ist. Aber das ist okay, sie ist flauschig, rot von innen drin. Dankeschön. Handherzenspam bitte. In diesem Aufzug soll ich dreimal nicht reinlaufen. Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. Ich verstehe nicht, was mit X-Bit nicht stimmt. Jetzt halt nochmal. Ist in Ordnung. Das ist ganz normal. Am Ende nehmen die... Okay, jetzt ziehe ich mal wieder um. Passiert es jetzt doch mal? Ich muss ja echt... Das ist echt seltsam. Ich verstehe das nicht. Warum kommt das dann immer so oft? Ja. Okay, was habe ich denn hier, womit ich interagieren kann? Rohrpost. Mit Janosch. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Gibt's denn dafür überhaupt eins? Was machen wir denn hier mit? Nee. Super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Ja, ein Glück, ne? Aber das hatten wir doch auch schon offen. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Ich verstehe es nicht. Aber ich muss ja jetzt sowieso einen Cut für YouTube machen, deswegen... YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wir singen!